Heute ist es wieder soweit. Wir spielen eine Runde Wobblies Live, Freunde. Wir werden nämlich heute als Pizzalieferanten mal ganz kurz abliefern, weil wir uns ja in der letzten Folge leider nicht so gut geschafft haben. Wir heute wieder Müllmann werden. Ja, aber auf jeden Fall was ganz Verrücktes. Und wir werden allgemein noch ganz viele andere Sachen machen. Wenn ihr mehr Wobblies Live sehen wollt oder von mehreren Parts, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Gerne noch ein Abo da lassen, Freunde. Und jetzt Abfahrt mit Wobblies Live. Broxo? Kasper! Was machst du denn hier? Was machst du denn hier, ist eher die Frage. Ja, warum sitzt du da? Wartest du auf dem Bus? Ja, warte ich. Und nach dem letzten Pizza-Job, was soll ich sagen? Wir haben einfach nicht abgeliefert. Okay, du hast recht. Wir haben echt nicht abgeliefert beim Pizza-Job. Und es haben auch viele nicht in die Kommentare geschrieben, dass wir doch mal gerne das Pizza noch mal machen sollen. Deswegen komm, lass uns da vorne doch mal ein Auto schnappen. Na gut. Und dann nochmal zur Pizzeria und dann wieder alles gut machen und lecker Pizza? Ja, und danach, Kasper, können wir uns... Guck mal hier vor uns. Die Brücke. Das Auto. Da ist auch ein Auto. Und Auto. Was macht denn das? Warte mal. Ich guck mal ganz kurz die Familienkutsche hier. Guck mal. Okay. Aus dem Weg. Warte. Ich nehm den hier. Hau mal ab hier, Aus dem Weg er ist jetzt. Yeah. Okay, war das knapp. Und? Alter, ich bin mega knapp rübergekommen, ne? Ich auch. Warte mal ganz kurz. Okay. Was ist hier überhaupt? Moment mal. Was haben wir jetzt hier? Hier sieht das gerade so aus, als wäre das hier unten das eine U-Bahn. U-Bahn. Ich glaube, hier unten. Ja. Lol. Ich bin erst da. Nein. Toiletten? Okay. Ich geh auf die Toilette. Jo, hier kommt gerade eine U-Bahn. Echt komm mit. Eine U-Bahn. Alter. Aber können wir hier rein? Nee, komm, wir wollen Pizza ausliefern. Oha, ja, wir wollen echt Pizza ausliefern. Wir wollen heute erstmal Pizza ausliefern. Also heute, Leute, werden erstmal die Pizza kurz ausgeliefert und dann wollen wir als Müllmann agieren. Wir wollen, brauchen nämlich noch mehr Geld. Wir wollen doch nämlich ein cooles Haus kaufen, Kasper. Wollen wir auch. Und mittlerweile wissen wir doch auch, wie man arbeitet oder was. Wie man mit anpackt, wissen wir doch. Und Feuerwehrmann will ich auch nochmal werden, sehe ich gerade. Ja, eines Tages so, ist es soweit. Ey, da hat sich aber jemand gut gerettet. Ich glaub's doch nicht. Ja, bin ich mal kurz eingestiegen. Okay, so, okay jetzt machen wir hier. Was ist denn da? Okay, pass auf. Bist du ready? Ich bin bereit. Ich warte hier auf dich. Und ich bin bereit. Und los. Lauf los. Okay. Lauf doch los. Ich schnapp die Pizza. Okay. Dann nimm du die Pizza. Ich geh zum Auto. 50 Sekunden noch. Okay. Schnell. Alter, und los. So wenig Zeit. Los. Okay. Komm rein. Schmeiß hier rein, die Pizzen. Los. Ja. Die sind nicht so schwer, oder? Nein. Das schaffen wir. Okay, ich lass schon mal los. Okay, hier. Ja, Omi. Ja. Und wir haben ein neues Outfit. Gott. Und warte, wir können hier wieder neues Geld bekommen, ne? Warte mal. Pack das Geld mal in den Wagen rein, dann bringen wir es mal zur Bank. Weil so viel Geld können wir nämlich gar nicht mittragen. Ey, mein Geldbeutel. Das bleibt da liegen. Nein. Dein Geld bleibt da liegen. Okay, komm, steig ein. Nö, dann fahr ich lieber alleine. Hä? Ey, verdammt. Ja, dann lass dein Geld Spaß, liegen. Es war nur ein Witz. Es war nur ein Witz. Nein. Geld auch da. Okay, so. So, okay. Okay, yeah, fahr los. Auto geklaut. Ich halte das Geld fest. Halt mein Geld auch fest. Ja, so. Gut, okay, let's go. Da vorne ist, glaube ich, die Bank. Wir können jetzt gleich zur Bank fahren. So, aus dem Weg jetzt. Bring mal hin da und dann erstmal. Fahr doch nicht wie so eine besenkte Sau, sag mal. Verdammt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein, der Pizza, den wird uns hassen. Guck mal hier. Yeah. Hä? Ich hab kein Geld bekommen. Du Assi! Ich hab umsonst gearbeitet. Ich werde nie wieder für dich Pizza ausliefern. Sehen Sie uns bald wieder, danke. Mann. Ich geh mal in die Tasche rein. Komm, wir werden jetzt Müllmänner. Du bist blöd. Dann werden wir auch gut bezahlt. Ganz sicher. Nein, sorry, ich mein's doch nicht so. Weißt du was? Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich hab eh weniger Geld als du. Wie viel Geld hast du auf der Bank? Sag ehrlich. Ich kann's nicht sehen. Sag ehrlich. Ah! Dann geh zum Bankautomaten. Was machst du denn da? Jetzt steig rein. Ich reiß es raus hier, okay? Ich reiß es raus. Jetzt steig doch ein. Ja, okay, bei mir. Ich steig ein. Okay, so, dann werden wir jetzt. Wir werden jetzt Müllmänner. Wir werden jetzt Müllmänner, okay. Ja. Okay. Let's go, wir fahren hier zur Müllfabrik, da oben ist das, okay. Ich nehme mein eigenes Auto, du bist mir echt zu blöd. Mach doch, was du willst. Mit deinem billig falschen Richtung, in die du fährst. Wir müssen nämlich hier rüber. Warte, das schreit doch hier nach einem Rennen. Ich glaube nicht. Ah, nein! Ich glaube, das schreit nach gar nicht. Kasper, Hilfe, ich häng fest. Okay, ich komm. Na gut, aber nein, ich rutsch runter, ich bin im Wasser, ich kann nicht schwimmen. Nein, du bist tot. Nee, ich hab's überlebt. Ich komm dich abholen, okay? Kasper, Hilfe! Broxo, sammel mich ein, okay, und
Aua. Einsteigen Aua, jetzt. Oh, Digga, mach doch nicht diesen jetzt. Komm, let's go, ab zur Mülldeponie. Ab zur Mülldeponie. Und weißt du, was ich eben gesehen habe? Ich habe da eben tiefer gelegte Autos, glaube ich, gesehen. Ich glaube, es waren getunte Autos. Ja, ja, ich glaube, ich habe das richtig erkannt, aber ich bin mir auch unsicher. Ich lohn's dich. Oh. Geradeaus, fahr noch geradeaus, geradeaus. Alter. Und jetzt gleich hier rechts. Jetzt rechts. Da sind sie schon. Ach so, die Autos? Guck mal hier ist so ein Autogeschäft, guck mal. Ja. Ach, wir können uns hier ein eigenes Auto kaufen, oder was? Yo, ein Monster Truck! Mit dem will ich fahren. Warte, was wollen Sie dafür, Mr. Sir? Sir. Was wir dafür haben? Hier kann man sich neue Fahrzeuge kaufen, aber die kosten alle voll viel Geld. 400, naja, auch ein Traktor kann man sich kaufen, ein Gabelstapler. Aber der Monster Truck, der kostet aber 800 okay. Dollar, Kaspar. Ja, das können wir uns leider noch nicht leisten. Egal, wir müssen arbeiten, Brock. So, ab zur Mülldeponie. Ab zur Mülldeponie. Wir trödeln schon wieder viel zu viel rum. Wir wollen eigentlich nur arbeiten. Warte, hier ist auch noch ein Elektronikladen. Elektronikladen. Komm rein jetzt hier. Da ist der Scheiß drauf, den Elektronikladen jetzt. Aua. Du kommst jetzt hier rein, los. Ja, warte doch. Ich will nur ganz jetzt kurz auf, da einen neuen Fernseher kaufen. Sir, ich brauche einen neuen Fernseher. Komm rein. Was? Komm rein. Was? Der ist irgendwie senkrecht. Ich weiß nicht, wie man abhängt, aber komm rein. Wieso fliegst du so? Ey, nein, ich bin durch die Lücke durchgefallen. Jetzt komm doch mal rein hier, ja, Mensch. Ja, ich bin doch... Muss ich Angst haben, dass du mich damit kaputt machst oder so? Alles gut. Okay, flieg los. Ja, wenn ich nur wüsste, wie. Oh ja. Oh. Wow. Nein. Hallo, Kollege. Hallo. Come and give us a hand. Okay, wir müssen jetzt einmal... Aha. Müll finden, okay, das sind Müllsäcke. Okay. 4 Minuten Zeit! Ich herum, du bist der Müllmann hinten drauf, okay? Steig hinten drauf. Okay. So. Okay. Ich kann nicht hinten draufsteigen, warum auch immer. Hä? Egal. Wo bist du? Gib Gas. Ich bin egal, drin. Okay. Okay, wo müssen wir hin als erstes? Links, zur Siedlung. Da sind anscheinend ganz... Was machst du da? Wo müssen wir denn hinfahren? Ich schnapp mein eigenes. Aua, nein, du bist jetzt, mir zu unfähig. Jetzt komm doch mal mit. Nee, das dauert mir zu lang mit dir. Ich war hier wie so ein Bot rum. Hoppla. Wo muss ich denn hier hinfahren? Hallo, so, hier müssen wir was hin. Was machst du denn, Alter? Alles gut, ich bin nicht Herr meiner Sinne. Bist du jetzt am Start? Ja, ja, ich habe jetzt auch ein eigenes Müllauto. Ah, du bist jetzt in deinem eigenen. Na gut, okay. Ey! Ja, follow. Der doofe Sombrero-Typ. Zuerst noch große Töne spucken von wegen, ich nehme mein eigenes Auto. Jo, wie du die Abkürzung genommen hast. Yeah! Oh, hier ist noch ein Hubschrauber, sehe ich. Lol, hier ist echt noch ein Hubschrauber, ja. Und noch so ein Gleiter, okay. Aber wir müssen jetzt mal ganz schnell hier die Müllsäcke einsammeln. Ja, ja, würde ich auch jetzt auch sagen. So, hier, pass auf. Hier, da ist der erste, den nehme ich. Ja, okay. Hier, da brennt er schon. So, den habe ich. Okay. Und der ist einfach nur hinten so, rein. So, parken. Okay, jetzt können wir hier die Müllsäcke nehmen. Nein, ich bin mit in die Müllpresse gefallen. Was? Oh nein. Was? Okay, alles gut. Ja, okay. Und jetzt den Knopf drücken, oder was? Ah, den haben wir schon. 1 von 6 haben wir schon. Nee, brauchst den Knopf gar nicht drücken. Doch, okay. Ich muss den drücken. Rein damit. Ach Gott, du kannst es da rauflegen. Ich habe meinen einfach hinten reingeschmissen. Was? Wie ist das denn? Ich bin einfach hinten reingesprungen, weißt du? Ach so. Lol, ja, nee, du kannst ihn reinlegen und dann kannst du auf den Knopf drücken. Viel entspannter. So, erstmal hier. Zack. Drauf. Und rein damit. Und haben wir noch mehr Müllsäcke? Und auch hier. Ja, wir müssen noch hier zwei Stück noch. Das okay, das ist kein Problem. So, aus dem Weg jetzt hier. Aus dem Weg. Hallo. Mach mal Platz jetzt hier. Du fährst ja wie eine besoffene Sau. Jetzt hau mal ab hier. Aus dem Weg. Ey, ich habe ein Schild in meinem Auto. Das ist nicht gut. Also, wenn du jetzt endlich abhaust, ne? So, und er zieht vorbei. Okay, den linken, ich den rechten. Okay. Let's go. Der Müllsack, der rollt hier runter. Der hat ihm einfach Müll weggeschmissen. Können wir nicht angehen. Wow, ich wurde umgefahren. Asoziales Verhalten. Ich wurde umgefahren. Oh nein. Nein, die klauen den Müllsack. Hä? Wie, die klauen den? Ey, hier sind Raunis. Ey, hier sind alles voller Raunis. Als wenn die den klauen. Der fährt mein Müllwagen kaputt. Ich muss den schneller raufliegen. Und jetzt schnell den Knopf drücken. Ich will doch hier nur da raufdrücken. So. Jetzt drück doch mal den Knopf. Weil er drückt auch nicht den Knopf. Mann, jetzt. Als könnte ich meine Hand nicht kontrollieren. Bei mir auch. Okay, jetzt hab ich's. Ich hab's. Mann, ich hab's immer noch nicht. Ich komm runter, ich helf dir jetzt. Ja, ich hab's. Nein. Okay. Ja. Juhu. Ja. Lord, das gab richtig gut Geld. Das gab richtig gut Geld. Diesmal ist es aber mein. Lass mich los. Ich bring das zur Bank, Alter. Okay, ja, da vorne sehe ich doch schon eine. So, hier, guck mal, können wir direkt zur Bank gehen. Da siehst du, so soll das doch sein. Ja. So soll das doch sein. Da, was können wir denn hier? Können wir hier Essen kaufen? Oha. Was ist das hier für ein Laden? Guck mal hier. Was gesagt? Oh, wir können hier noch was machen. Oha. Wir können hier
Möbel beliefern auch noch. Das ist auch noch cool, ne? Dann können wir. Das klingt doch eigentlich auch ganz gut. Aber ich würde sagen, wir gucken hier draußen noch mal ein bisschen. Ja, lass mal ganz kurz draußen gucken und dann können wir, glaube ich, ich glaube, hier. Und guck mal, was ich hier gesehen habe, nämlich. Guck mal hier. Guck mal. LOL. Bleiben Sie stehen, das ist die Polizei. Mr. Polizeimann, ich habe ein Auto geklaut. Hauen Sie rein. Hey. Hallo. Bleiben Sie stehen, sofort auf der Stelle. Bleiben Sie stehen. Ah, nein. Das ist die Poli. Nein. Hallo, stehen bleiben, das ist Nein, Hände nicht hoch. Mit mir. Steigen Sie mit erhobenen oh Händen Gott, aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist die Polizei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Das soll es auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn ihr mehr Wobblies live sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt eins in meinem Video hier aus, einmal draufklicken. Und checkt mir noch den ersten Part aus, damit das hier auch eine richtige Serie wird. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.